Okay, wir kommen wieder zurück zu Musikinstrumenten. Hier haben wir Glocken, die auch wieder diesen typischen chinesischen Querschnitt haben, die so ein bisschen gedrungen sind, mandelförmig. Und das hier sind Ling, also die Glocken, die drinnen so einen kleinen Schlegel haben, so wie so eine Bimmel, so quasi. Die haben allesamt oben eine kleine Aufhängung. Man sieht das hier oben noch am Rand. Und bei einigen kann man noch reingucken und da ist sogar dieser kleine Stift noch erhalten, der die Glocken dann von innen anschlägt, diese Glöckchen. Gibt es in verschiedenen Formen und Variationen, teilweise halt relativ einfach und schlicht, so wie das, wo ich eben schon drauf gezeigt habe. Aber auch solche Dinge, wo an den Rändern die Gusskanten noch zu Dekorationszwecken mit verarbeitet wurden. Ich versuche mal kurz, ich nehme die Kamera einfach mal vom Stativ runter, eine Glocke oder zwei Glocken von unten zu zeigen. Hoppla. So, hier kann man nämlich wirklich konkret reingucken und sieht, dass da diese Stifte zum Anschlagen noch drin sind. Was dieses Hütchen da vorne ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Wenn ich die Kamera jetzt sowieso schon bewege, können wir auch gleich rübergehen. Es gab nicht nur richtige Glocken mit konkreter Funktion, sondern auch glockenförmige Schmuckelemente, wie solche Anhänger hier zum Beispiel. Die sind ganz flach, haben auch diese Aufhängung, wie sie die Glöckchen haben, haben auch diese Gussränder, diesen typischen Mund. Manchmal kann der so spitz auslaufen bei den Glocken, manchmal ist der gerade. Es kommt darauf an, um welchen Glockentyp es sich handelt. Wenn wir hier nach rechts gehen, die sind sehr blank poliert. Da dachte ich zuerst, es ist Jade, aber die sind in der Tat auch alle aus Bronze. Aber hier sehen wir, dass unten der Rand relativ gerade ist. So, auch solche Objekte gab es. Glockennachbildungen, die aber einfach nur dekorative Funktion hatten und solche Schmuckanhänger waren. Auch hier im alten Königreich Shu hat man eine Pyromantie betrieben, also Weissagungen mit Hilfe des Feuers gemacht. Im Gegensatz zu den Shang hat man aber keine Bauchpanzer von Schildkröten genommen, sondern Rückenpanzer. Wie das bei den Bauchpanzern und bei den Shang und mit den Orakelknochen und so weiter aussah, das kann man sich grob vorstellen. Man hat eine Frage gestellt, indem man halt die Frage eingeritzt hat auf diesen Bauchpanzer. Und dieser Bauchpanzer, den hat man an verschiedenen Stellen gelöchert sozusagen oder angebohrt, hat das ins Feuer geworfen und anhand der Risse, die sich dann gebildet haben, von diesen Bohrungen ausgehend, konnte man dann entscheiden oder konnte sich dann entscheiden, ob die Frage jetzt positiv oder negativ beantwortet wurde. Hier hat man allerdings nicht nur den Rückenpanzer statt des Bauchpanzers genommen, nein, man hat auch darauf verzichtet, etwas darauf zu schreiben. Und von daher ist hier zumindest für uns nicht mehr so wirklich nachvollziehbar, wie das Ganze funktioniert hat oder was man sich dabei gedacht hat. So, von Carapax und Plastron der Schildkröte kommen wir wieder zu unserem altbekannten Material Bronze. Es gibt hier eine Sonnenscheibe aus Gold, die ist aber in so einem Zylinder irgendwie mitten im Raum ausgestellt und es ist unglaublich schwer, da ein vernünftiges Bild von zu kriegen, weil die sich nämlich auch noch im Kreis dreht. Also ist wirklich höchster Schwierigkeitsgrad. Aber ein ähnliches Motiv haben wir hier auf diesem bronzenen Bi. Das ist ein besonderes Bi. Es hat nicht nur einen Ring in der Mitte, was nicht so besonders ist, sondern hat auch unten so eine kleine, ja, so einen kleinen, wie soll man das nennen, etwas zum Festhalten halt, einen kleinen Henkel sozusagen. Das Bild, was wir darauf sehen, oder das Motiv, was wir darauf sehen, ist ein ähnliches wie auf der Sonnenscheibe, nämlich Vögel, die im Kreis fliegen und zwar gegen den Uhrzeigersinn. Glücklicherweise kann man das auch hier noch sehr gut sehen.
Ein Licht ist ausgefallen, deswegen ist da ein Schatten links, aber das macht nichts. Trotzdem sind die Vögel relativ eindeutig zu sehen. Und ich habe ja im Zusammenhang mit der Sanxingdui-Ausstellung schon mal über diesen Sonnenkult oder Augenkult gesprochen. Auch hier finden sich da verschiedene Reste oder Andeutungen von. Ich habe jetzt diese augenförmigen Objekte hier im Xinsha-Igel übersprungen. Aber nichtsdestotrotz, da sehen wir hier diese Vögel, die ja auch in gewisser Art und Weise mit der Sonne verbunden sind. Das Element der Sonne oder der Augen ist auch nicht so stark ausgeprägt, wie es das in Sanxingdui ist, sondern ist ein bisschen dezenter, beziehungsweise es wird öfters halt durch Vögel vertreten, als wirklich durch die konkrete Darstellung von Augen oder Sonnen. Aber hier ist ein ganz repräsentatives Beispiel und ich denke, wir hätten kein besseres Bild bekommen, wenn ich jetzt versucht hätte, diese Sonnenscheibe irgendwie abzufilmen.